Hallihallo und willkommen zurück zum Train Fever Let's Play. Es ist ein bisschen her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Viel Stress in der Zwischenzeit, aber das sollte sich bei euch gar nicht unbedingt bemerkbar machen. Nur ich weiß nicht mehr so ganz genau, wo wir dran waren. Ich habe mir die letzten paar Minuten nochmal angeschaut von der letzten Folge und habe mir auch ein paar Kommentare aufgeschrieben gehabt. Meistens, wenn ich einen Aufnahmeblock beende oder eine Aufnahme beende, schaue ich noch ein bisschen mich auf der Karte um. Und da habe ich nämlich unter anderem gesehen, dass uns noch ein paar Signale fehlen. Hier in Frankfurt bei der Einfahrt zum Beispiel, da stehen unsere Züge potenziell noch ziemlich lange herum und müssen warten. Das werden wir hier jetzt mal beheben. Mit neuen Signalen ganz einfach. So, Bahnhof. Na komm, machen wir hier noch einen vor der Weiche. So, und dann haben wir hier nach Karlsruhe halt einen langen Weg. Da haben wir ein Signal, aber hier auf dem Zwischenstück gar nicht. Da werden wir einfach mal ein bisschen was platzieren. So. Okay. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Ich habe mir auch überlegt, ich hatte es glaube ich schon angesprochen, dass es hier irgendwie jetzt ja nicht so ganz sinnvoll ist. Man hätte hier direkt so rüberfahren können oder eben so. Aber ich glaube, wir schließen hier unten den Kreis noch zusammen. Das können wir, denke ich, machen und vielleicht können wir dann auch den einen oder anderen Zug wirklich fahren lassen, der nicht über den Bahnhof da oben fährt, sondern hier unten lang fährt, dann Richtung Köln. Je nachdem, wie voll unsere Karte noch wird, kann das ja vielleicht sogar Sinn machen. Aber da schieben wir noch ein bisschen zurück. Stattdessen ist mir aufgefallen, dass wir in Schaffhausen zwar die Tramlinien gebaut haben, aber irgendwie dort keine Trams fahren, und das ist nun schon seit einigen Folgen der Fall. Wenn wir uns das hier anschauen, Tram 2 hat keine Fahrzeuge, die sind mir wohl irgendwie entfallen. Dafür haben wir jetzt halt direkt die Dampftrams, die schicken wir dann jetzt mal drauf. Tram 2 müsste das sein und passt. Dann die Züge, die nach Leipzig fahren, die sollten möglichst mal ausgetauscht werden. Wenn die nicht, glaube ich, eh schon zu alt sind, war da nicht irgendwas? Wir hatten doch letztes Mal, glaube ich, schon, das waren, glaube ich, nur Straßenfahrzeuge, kann das sein? So, hier hätten wir die Leipziger Züge, die, soweit ich mich erinnern kann, sich hier den Berg ziemlich hochquälen, und das ist jetzt auch schon seit Ewigkeiten der Fall. Die werden jetzt also mal ersetzt auf jeden Fall. Und da hängen wir jetzt einfach mal zwei Baldwins dran und ein paar Oberlicht bestückte Personenwagen. Jetzt müssen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir noch einen sechsten. Und machen das Ersetzen an. Das lassen wir für einen Moment an, und wenn ich dran denke, wird es später wieder ausgestellt. Dann geht es jetzt noch weiter zu einem Bauprojekt, was ich mir vorgenommen hatte, nämlich hier in Stettin. Wir kommen hier ja so raus und ich habe mal geschaut. Es sollte möglich sein, hier eine Brücke zu bauen, wenn wir das hier ein bisschen absenken, das Gelände, und dann eine Straße da unten trotzdem noch durchziehen können. Das ist absolut möglich. So ein bisschen großräumig abreißen, aber das soll uns jetzt momentan nicht stören. Die Häuser werden sich relativ fix wieder neu bauen, da bin ich mir sicher. So, zuerst einmal werden wir, das habe ich mir jetzt gerade mal ausgedacht, vielleicht klappt das, hier ein bisschen tricksen, indem wir das Ganze mit Straßen hier ein bisschen runterdrücken. Dann haben wir hier quasi so eine Kuhle, die einigermaßen glatt ist, hoffentlich dann, durch die Straßen hier jetzt eben. Das ziehen wir jetzt noch ein bisschen großräumiger durch, als wir es bräuchten. Weil jetzt ziehen wir uns mit dem Glättungstool auch die Ränder wieder ein bisschen hoch. So, es soll auf jeden Fall so glatt wie möglich sein, damit es am Ende schön aussieht. Dann legen wir hier mal eine Straße durch und wir machen es direkt mal zu einer, ja, wobei da hinten ist nichts, da geht nirgendwo hin. Ich wollte sagen, wir machen es zu einer breiten, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht.
Und dann geht's hier runter. So und wieder hoch. Und das ist jetzt so eine kleine Kuhle, aber ich hoffe, dass wir jetzt schon so rüberkommen. Müssen wir dann gleich mal schauen. Also, hier hat sich jetzt natürlich wieder so ein bisschen der Hügel gebildet. Das kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen schöner hin, weil sonst passen da in die Lücke eh keine Gebäude mehr. Wenn wir das so machen, passen die zumindest noch, ja, vielleicht zwei, drei nebeneinander, wenn die auch später dann ein bisschen größer werden, natürlich. So, da haben wir ja schon Straßen überall. Das passt soweit. Kommen wir da noch drüber? Ja, kommen wir. Mit einer Steinbrücke sogar, die finde ich am schönsten. Dann kann man nämlich hier schon mal so ein bisschen was vorbauen. Und ich hoffe ja, dass sich auch Stettin zu einer schönen großen Stadt entwickeln wird. So, dann schauen wir jetzt erstmal, wie es hier aussieht. Genau, da bildet sich schon die Brücke. Und jetzt haben wir nur die Brückenpfeiler-Kollision. Sollten wir vielleicht den Winkel der Straße noch ein bisschen verbessern in Hinsicht darauf, wie das Spiel es haben möchte. So, und das ist jetzt auch noch nicht so ganz so, wie ich es mir eigentlich dann vorgestellt habe. Das kann man auch noch ein bisschen anpassen. Und hier kommen wir jetzt auch nicht so gut raus. Das werden wir auch nochmal großräumiger abreißen. So. Jetzt sind wir hier, da wo die Schienen sind, ziemlich tief. Ich bin nochmal ein bisschen hochgegangen, damit sich da nicht wieder so eine doofe Kuhle in den Boden drückt bei der Straße. Weil wir sind jetzt so weit weg von den Schienen, dass das kein Problem sein sollte. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir da Steine. Steinäquadukt. Nicht Äquadukt. Viadukt auch nicht. Das ist für Straßen. Wie heißt es denn bei Schienen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Naja, vielleicht weiß einer von euch, wie das bei Schienen heißt. So, und dann machen wir direkt den nächsten Bahnhof dahin, würde ich sagen. Aber vielleicht jetzt nicht alle Bahnhöfe in Stettin zu diesen tollen, auch wenn es natürlich schön aussieht, aber es ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. So, und ich würde sagen, der hier, da können ja auch längere Züge halten, aber die müssen da vielleicht nicht durch alle diese Bahnhöfe durchtuckern dann, dass wir das hier ein bisschen so machen, dass da auch die Züge dann abbiegen können, die anderen. Oder machen das so. Ich versuch's jetzt einfach mal was. Ich probiere jetzt mal ein bisschen rum. Wir haben ja die Zeit. So, Brückenpfeiler-Kollision. Das kriegen wir aber hin. So, und vielleicht kriegen wir das da angeschlossen noch. Wir können ja auch hier ohne Probleme. So, mal schauen. Wenn wir das aufschütten. Das ist natürlich hier. Wenn wir hier ein bisschen aufschütten. Dann können wir da die Brücke erst später anfangen lassen. So, wir können sogar bergab gehen hier, das geht auch. So, schauen, wenn wir dann da noch einen Bahnhof setzen würden, weil ich glaube, wir gehen dann einfach raus. Dann machen wir die Gleise hier schon höher. Ja, dann machen wir auf der Seite auch noch ein bisschen eine Aufschüttung. So, vielleicht reicht das schon. Genau. Nee, doch nicht. Reicht nicht. Vielleicht ein bisschen schneller aufschütten mit dem größeren Tool. So. Jawohl. Das passt. Okay. Zweite Gleis. Sehr schön. Und wenn wir dann jetzt hier rauskommen. Jawohl, das funktioniert. Jetzt müssen wir noch die Brückenpfeilerkollision da irgendwie umgehen. Vielleicht haben wir Glück. Nein, haben wir natürlich nicht. Dann müssen wir das manuell machen. So.
Sehr schön. Dann haben wir für die Seite da schon mal einen Bahnhof. Na? Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch noch, würde ich sagen. Und mit den Gleisen gehen wir dann hier einfach so schön lang. Können wir auch in einem durchziehen, dann haben wir einen schönen Radius. Jawohl, das sieht gut aus. Leicht erhöht auf so einem kleinen Bahndamm. So, und ich würde sagen, hier kann sich zumindest ein bisschen was wieder einfädeln. Warum schlägt der Weichenbau jetzt fehl? Na, komm schon. Dann machen wir das jetzt mal so. Klappt doch. Und wie gesagt, hier auf der anderen Seite würde ich das ungefähr selber gerne auch noch mal machen. Dass wir nicht zu steil hier rausgehen. Ich will nicht zu weit weg von den anderen Gleisen, aber wir können auch nicht zu nah sein, sonst klappt das mit der Brücke nicht. So, und dann machen wir da noch einen Bahnhof irgendwo. Kann auch ruhig ein bisschen versetzt sein. Oder wir... Ah, vielleicht machen wir mal was ganz anderes. Wir gehen dann hier so unterirdisch durch. Also wir schlängeln uns jetzt hier mal ein bisschen rum. Einfach mal ein bisschen was anderes bauen, als ich vielleicht sonst immer mache. So, mal schauen, ob wir da jetzt runterkommen. Spannend. Ah, knapp nicht. Aber vielleicht, wenn wir da ein bisschen schummeln. Wobei, das wird schwierig. Sollen wir mal schauen. Vielleicht machen wir zuerst den Tunnel. Gut, wenn wir hier wieder ein bisschen aufschütten und abbauen, könnte das sogar klappen. Also gehen wir zuerst mal hier so ein bisschen runter. Dann machen wir hier so eine kleine Kuhle rein. Und hier schütten wir ein bisschen auf. Und vielleicht kriegen wir den Tunnel dann dazu, an der Stelle schon zu beginnen. Na, so, das sieht doch gut aus. Und dann können wir nämlich direkt da aufhören mit dieser extremen Steigung nach unten. Das muss ja nicht sein. So, jetzt sollte ich da vielleicht auch anschließen. Und dann komme ich jetzt erstmal von der Seite. So, dass wir vielleicht einigermaßen dann parallel zu der Schiene hier rauskommen. Auch hier mal eben schnell so. Dann hört die Brücke an der gleichen Stelle auf. Okay. Ja, ich glaube, so steil müssen wir hier schon runtergehen. Sonst wird das schwierig. Jawohl, da kriegen wir es jetzt hin. Wenn wir ein bisschen Glück haben noch, dass wir hier rumkommen. So, das klappt. Das klappt. Dann machen wir das andersrum. Tunnel bauen erst und dann da oben. Das ist einfacher. So, jetzt sehen wir, dass wir hier vielleicht ein bisschen dann Abstand halten müssen. Vielleicht können wir da aber auch halt durch Aufschütten was gewinnen. Das sieht ganz gut aus. Ah. Ist dann so eine Sa... Oh, das habe ich gar nicht gesehen aus dem Blickwinkel. Das ist ja viel zu hoch. Damit. So. Weil natürlich, wenn er versucht abzusenken, klappt das genauso wenig, wie wenn er aufschüttet.
Aber das könnte. Das könnte jetzt funktionieren. Wenn wir hier auf der richtigen Seite anschließen können. Jawohl. Dann hat das wirklich funktioniert, so wie ich es mir geplant habe. Zumindest jetzt kurzfristig geplant habe dann. Also, dann schließen wir das. Na, vielleicht schließen wir das gar nicht da an, sondern gehen erstmal nur hier neben. Und von da werden wir auch noch eine Verbindung machen. Genauso wie von hier. Weil ich mir einfach auch überhaupt noch nicht sicher bin, wie ich das hier alles dann verbunden haben möchte. So. Ist jetzt halt ein bisschen Quatsch, was ich hier gebaut habe, so gesehen. Aber ich habe mir quasi alle Möglichkeiten offen gehalten für später, wenn wir das hier irgendwie verbinden möchten. Hier könnte man theoretisch jetzt auch wirklich einen zweigleisigen Bahnhof hinbauen. Genauso wie hier eigentlich dann auch. Meinetwegen kann eigentlich das enden. Aber eigentlich ist die Idee, dass in eine Richtung hier gehalten wird, in eine Richtung dort. Ursprünglich, wie gesagt, der Plan auf der anderen Seite zu halten, aber dann ziehen wir die Stadt vielleicht doch ein bisschen sehr auseinander. Und da die hier schon recht groß wird, dann lieber da den Bahnhof. Dachte ich mir jetzt so. Und man könnte eben halt auch vielleicht hier dieses Einzelgleis zum Beispiel benutzen, um hier noch eine weitere Schiene zu legen und irgendwo hier noch einen Bahnhof hinzumachen. Das ist natürlich auch eine Option. Dann hätten wir halt hier von diesem Bahnhof die Möglichkeit, trotzdem auf beiden Gleisen, je nachdem wie wir wollen, dann hier in den Hauptbahnhof reinzufahren. So, schauen, den nennen wir auch mal direkt so. Stettin Hauptbahnhof eben. So, also haben wir hier ein bisschen rumgebastelt. Und natürlich die Idee, aber wir müssen gar nicht die Kurve machen, sondern geht geradeaus weiter. Also die Idee, dass wir dann hier jetzt rausfahren Richtung Hamburg. Genau, das ist die nächste Stadt schon. So, und hier eben genauso. Das ist dann eigentlich das Schnellgleis hier, die beiden äußeren. Die werden wir dann aber noch zusammenlegen später. Und eigentlich könnte man die hier, die müssen nicht so einen großen Radius haben, die könnte man auch direkt hier nebenlegen. Also das heißt, da können wir eventuell noch mal ein bisschen dran rumbauen. So, aber wir sehen, hier bilden sich jetzt schon Häuser. Dabei wollte ich eigentlich natürlich noch die Straße hier verbinden. Machen wir das jetzt schnell. Ah, es geht gar nicht, weil es dann Probleme gibt hier. Da müssen wir mal schauen. Kriegen wir es denn zumindest da angeschlossen? Auch nicht. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Das hätte ich vorher beachten sollen. Wir kriegen nämlich jetzt hier nirgendwo eine Straße angeschlossen. Das ist super ärgerlich. Da müssen wir nämlich jetzt die Brücken alle abreißen. Und dann können wir hier Straßen anschließen. Dann können wir die Brücken wieder neu bauen. Also wieder mal so ein typisches Train-Fever-Phänomen. Was sonst auch keinen Sinn macht. Oh, die Straße könnte jetzt ein bisschen nah da gewesen sein. Wo die Brücke dann hinkommt. Machen wir die lieber nochmal neu so. Und da und auf der anderen Seite gehen wir auch direkt raus. Und dann schauen wir mal, ob wir die Brücken jetzt wieder hier rüber kriegen. Manchmal hat das dann ja seine Phase und klappt auf einmal nicht mehr. So, hier haben wir jetzt so einen Quatsch. Hier will er auf einmal aufschütten. Und da ist natürlich die Straße im Weg. Dann machen wir das halt hier anders. So, wenn ich mich jetzt nicht verklicken würde, dann können wir die Straße wieder neu bauen. So. Und hier noch. Jetzt haben wir wieder eine Brückenpfeiler-Kollision. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Brücke doch genauso gebaut hatte. Aber mit der Brücke klappt es sogar. Der natürlich nicht. Und Holz halt auch nicht. Ja, dann bauen wir halt eben jetzt die. Bevor ich da wieder irgendwas rumbasteln muss, ist mir das lieber. Aber wir haben jetzt eben hier die Straßen hingebaut bekommen.
So, dann verbinden wir noch direkt ein paar. Okay, auf der Seite können wir sie auch anschließen an den Bahnhof. Vielleicht mit einer schmalen. So. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was zum Anschließen. Hier vielleicht das ein oder andere Verbindungsstück. Da ist der Kreuzungspunkt, da schließen wir uns an. So. Jetzt hat die Stadt hier wieder einiges zum Wachsen, abgesehen davon, dass halt eben nicht mehr Züge hinfahren, aber die kann sich jetzt wieder ausbreiten und wir haben schon mal unsere Bereiche für die Gleise reserviert. Sehr gut. Hier hätten wir jetzt auch noch ein bisschen Platz, um ein paar Abstellgleise unterzubringen, wenn wir den wollen. Und wir sollten auch noch schauen, dass wir nicht vergessen, hier eventuell Güter hinzuliefern. Vielleicht tauschen wir auch einfach den Bahnhof dann gegen einen Güterbahnhof. Die Option bleibt uns ja auch noch. So, ich schaue auf die Uhr. Wir sind bei knapp über 20 Minuten. Machen wir weiter und gucken uns vielleicht mal um. Wir sehen zum Beispiel, dass Karlsruhe wieder sehr viele Leute hat. Die RB Köln-Karlsruhe, die ist überfüllt. Dann setzen wir dadurch neue Züge drauf. Das ist ja kein Problem. Schauen wir mal, dass wir vielleicht uns hier nochmal ein bisschen Platz reservieren. Kommen wir da irgendwie rein, wird knapp. Aber machbar ist es. So, aber eigentlich wollte ich halt hier raus, um hier auch ein Depot unterzubringen. Und dann kommen wir hier vielleicht noch rüber, jawohl. Sehr gut. Hier können wir irgendwie schauen, dass wir noch irgendwas gebastelt bekommen, dann ein kleines Abstellgleis hier noch zwischen oder irgendwelche Geschichten. Schauen wir dann. Aber jetzt erstmal, was hatten wir denn hier jetzt auf der Strecke? Das müsste dir sein, RB Köln, genau. Da haben wir das Ding, ich weiß nicht, wie es heißt, mit dem roten Teil. Und wir haben vier Waggons nur dran. Können wir auch länger machen. Die sind ja jetzt echt voll, die Züge. Aber schauen wir mal. Also General ist es. Machen wir mal zwei lange noch auf die Linie. Weisen wir da auch einfach mal eine andere Lok zu. Also eine andere Lok mit sechs Waggons auf die RB Köln-Karlsruhe. Wunderbar. So, pardon, bin ich ans Mikrofon gekommen. Also, was ist sonst noch hier los? Der Rest ist okay. Hier warten auch einige, aber nicht so viele. IC. Frankfurt, München und Köln, das passt. Hier warten ganz, ganz viele Kisten. Eisenerz wartet da, abgeholt zu werden. Aber wir haben ja jetzt einen sehr langen Zug, den ich mal wieder nicht finden kann. Da muss ich echt über das Linienfenster gehen, sonst finde ich den nie. Da ist er gerade. Wunderschön. Lange Güterzüge, ihr wisst, ich liebe sie. Und das reicht natürlich vollkommen aus. So, Stuttgart fehlt auch immer noch der Schienenanschluss. Da sollte ich mich jetzt irgendwann mal aufraffen, das zu machen. Karlsruhe, vielleicht machen wir das jetzt. Komm, wir machen es jetzt. Ich habe gerade gesehen, Karlsruhe ist so schön von dem Ort her, das anzuschließen. Wir nehmen uns hier einfach mal das freie Gleis noch und gehen so geradlinig wie möglich rüber. Beziehungsweise vielleicht schauen wir zuerst bei Stuttgart vorbei zum Thema Bahnhöfe. Vielleicht einen viergleisigen 240er. Muss natürlich auch bedenken, bei uns liegt Stuttgart direkt am Abhang. So, Autosave abwarten. Bahnhofsbau bringt wieder das Spiel zum Ruckeln. Machen wir kurz weg. Also Höhenlinie. Wir sehen hier, wir sind direkt am Abhang. Nach Schaffhausen ist schwierig. München genauso. Gleiche Thema halt, wie wir nach Leipzig gekommen sind. Also da
Müssen wir schwierig uns hochkämpfen. Aber Karlsruhe ist natürlich perfekt auf der gleichen Höhe. Dann ist eben die Frage, auf der Nordseite oder wohin? Ja, wir machen den jetzt einfach hier in den freien Bereich nördlich der Stadt. Räumen hier ein bisschen auf, weil die Stadt sich doch etwas zu sehr ausgebreitet hat. Und ich würde das hier gern ein bisschen reinbauen. Wir machen nicht den ganz langen, sondern 240. Das sollte uns reichen für den Moment. Die Straße kommt auch noch weg. So, jetzt hat es gerade kurz geruckelt. Da habe ich schon Angst gehabt. Und natürlich hat die Stadt gebaut. Gerade hier das Ganze da, das werden wir noch ein bisschen verschönern. Ist ja nicht so, dass wir nur abreißen, sondern wir machen es dann ja auch hübsch. Meistens jedenfalls. So, hier kommt eine Brücke unterm Bahnhof. Die natürlich nicht gebaut werden will. Das wäre ja sonst viel zu einfach alles. Und ich habe Brücke gesagt, ich meine natürlich einen Tunnel. Brücke unterm Bahnhof macht wenig Sinn. So, hier die Einzelstücke machen auch keinen Sinn. Die ersetzen wir durch ein Stück Straße. So. Und na, da können wir vielleicht die Straße direkt dran setzen. Na gut, ein bisschen Platz lassen wir, falls wir das Ding noch erweitern wollen. Ein Gleis mehr hätten wir den Platz dafür noch. So, und dann werden wir hier aber schon schauen, dass wir ein bisschen ausweichen mit den Gleisen. Das da werden wir aber abreißen. Vor allem, weil sich das eh gerade neu gebaut hat. Basierend darauf, dass wir an einer anderen Stelle in der Stadt abgerissen haben. So. Und dann schauen wir, da ist München, da wollen wir schon hin. Da ist Nürnberg. Aber gut, hier sind halt vier Gleise, die können sich dann ja auch aufteilen. Dann geht's hier zumindest Richtung München runter dann. Plus der Option, hier natürlich noch mehr Bahnhöfe hinzusetzen. Zum Beispiel da einen kleinen, hier einen kleinen. Und dann könnte man ja auch so die Kurve fahren hier mit dem ersten Halt dann Richtung Schaffhausen unter anderem. Aber erst einmal verbinden wir es jetzt, wie gesagt, mit Karlsruhe. Dafür haben wir ja den Bahnhof gebaut. So, und ich sehe, da ist dieses Ölgedönse im Weg. Da schlängeln wir uns dann halt ein wenig vorbei und bauen absichtlich nicht komplett gerade, weil das sieht langweilig aus. So, aber dann haben wir's. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier erst einmal nicht zweigleisig. Das kann immer noch nachgereicht werden. Natürlich dürfen wir da dann kein Signal reinstellen. Und hier ist ja eh nur ein Gleis. Und da nehmen wir uns jetzt direkt ein Depot. Das schließen wir ganz langweilig hier einfach so an. Und ja, machen wir hier mal die bayerischen Wagen wieder. So. Zwei Züge. Machen wir noch eine Ausweiche in die Mitte. Und wir sollten natürlich noch eine Linie erstellen. Das geht ja zum Glück auch direkt vom Fenster aus. So. Und das ist dann RB Karlsruhe Stuttgart. Okay. Dann Ausweicher, wie gesagt. Ungefähr hier beim Öl ist die Mitte. So. Signale. Und es ruckelt. Monatsende. So.
Dann schauen wir, Linie ist richtig, Takt stimmt auch. Wunderbar. Dann haben wir jetzt 30 Minuten. Die Zeit ging wieder schneller um als geplant und ich verabschiede mich. Wir haben wieder ein bisschen was gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.